Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, herzlich willkommen zurück zu Egon's Spiel Civilization 5. Wir werden Neapolis halten, sage ich euch, auch wenn es jetzt wieder sehr, sehr knapp aussieht. Aber ich meine, was will Napoleon bitte machen? Nicht wahr? Was soll er schon machen können? Kann doch nichts machen hier. Erstmal hier hin. Dann Singapur. Steht hier vor einer Gatling-Kanone. Auch spannend. Habe ich so schon lange nicht mehr gesehen. Und kann da auch nicht drauf schießen. Da haben sie sich gut positioniert. Aber bevor sie irgendwo angreifen können, müssen sie erstmal hier entlang. Und das können wir ihnen nicht. Wir fortifizieren hier. Können hier nicht mehr uns das schnappen. Aber wir können die Bison-Farm plündern. Und uns zurückziehen. Oder noch eins weiter vor. Nee, wir ziehen es einfach nur so zurück. Ja. So, und jetzt gilt es genau auszubaldowern, wen wir wo angreifen. Wir müssen ihn. Können wir die vier töten? Mal gucken. Mal gucken. Du bist doch einer, der nur zwei weit schießen kann, nicht wahr? Und wenn du jetzt hier hin. Du kannst nicht so weit. Ärgerlich. Das hätten wir jetzt gebrauchen können. Du bist einer, der zwei weit schießen kann und kannst es auch. Zack. Du kannst auch zwei weit schießen. Aber sonst nichts. Und du doch bestimmt drei. Aber es ist auch keine Position, an der wir das machen können. Dann können wir jetzt noch mit vier Artillerien schießen. Und einer Stadt. Das bedeutet, eigentlich müssen wir nur die beiden töten. Kann die Stadt ihn töten? Wollen wir aber auch gar nicht. Kannst du ihn töten? Nein. Schaffst du das? Auch nicht. Wie sieht es bei dir aus? Auch nicht. Da brauchen wir auf jeden Fall zwei Schüsse für. Und dann haben wir noch drei Schüsse für ihn. Dann machen wir es doch direkt mal. Eins. Und zwei. Er hat es überlebt. Hätten wir es mal nicht gemacht. Ah, dann nimm den Kill mit. Greif hier an. Er hat es auch überlebt. Wir müssen mit dir hier raus und rüber. Wir müssen mit dir hier hin. Jetzt sind alle zu Wasser. Das ist ja ärgerlich. So. Hier rüber. Und wir können mit dir noch angreifen. Das habe ich ganz vergessen. Tipptopp. Du kannst zweimal angreifen anscheinend. Ja klar. Sehr schön. Gut, in der nächsten Runde kann er zwar mit der Artillerie und den Flugzeugen. Oh, er kann hier rüber und dann da runter. Und wir können nichts dagegen machen. Wollen wir das Flugzeug dann woanders stationieren? Ab nach Singapur mit dir, weil es halt sehr gut sein kann, dass wir Neapolis verlieren und leider auch diese richtig gute Einheit, die da drin steht. In der nächsten Runde können wir Singapur zwar wieder nehmen. Singapur, Neapolis wieder nehmen. Aber da konnte man, ja, konnte ich jetzt nichts machen. Mehr Einheiten zerstören. Dann sollen die Schiffe auf die Stadt feuern. Singapur ist auch kurz davor. Wir haben unsere Fliegereinheit gerettet. Das ist doch immerhin was.
Stadt annektieren. Und dafür sorgen, dass die Weltkriegsinfanteristen leiden. Hier können wir nicht wirklich viel machen. Wir können auf ihn, ja. Und hier unten dann auch angreifen. Tipptopp, schnipp, schnopp. Plus 1 Reichweite. Das Beste. Du machst hier Platz. Und du kümmerst dich auch um ihn. Dann kannst du ihn doch bestimmt wegsnacken. Auch wenn du selbst dann höchstwahrscheinlich sterben wirst. Aber so viel Beförderung hast du jetzt auch noch nicht. Wir bleiben vor der Küste Singapurs stehen, dass, wenn es dann dazu kommen soll, wir schnell wieder das einnehmen können. Ob du hier oben richtig aufgestellt bist, wage ich zu bezweifeln, aber mir fehlt jetzt auch die Fantasie, das schöner zu machen. Wir positionieren dich hier hin. Und dann sollte doch hoffentlich... Er kann dann so rein swoopen, ne? Erstmal warten, okay. Ein großer Admiral geht hier runter. Wie wär's denn mit Frieden, Rom? Immer noch nicht. Na gut, wir brauchen mehr drei Decker, um uns gegen die Bomber zu erwehren. Nächste Schütze ist ready. Der sich gegen Fernangriffe zu verteidigen weiß. Und Singapur kann hier eigentlich auch nicht eingenommen werden. Wer soll da kommen? Niemand, sage ich euch. Deshalb Luftangriffe abfangen. Hippo Regius da unten hätte man damals zerstören sollen. Kurzen Prozess. Aber na gut. Hoffentlich wird die Kavallerie hier nicht zerstört. Wurde nicht zerstört. Wir haben aber jede Menge Kavallerie an Land verloren. Okay, er ist jetzt wieder mit Weltkriegsinfanterie und Artillerie unterwegs. Aber unsere Schiffe werden dafür sorgen, dass er da gar keine Chance hat. Da passiert nicht viel. Wir gehen auf die nächstgelegenen Einheiten drauf. Die wiederum... Oh. Was ist das denn? Was hat er denn für Promotions? Ich brauche Frieden, sagt er nicht. Oh, wo habe ich mich da nur rein verrannt? Was, letztes Mal nicht auch schon Rom? Immer ist es Rom. Nächstes Mal müssen wir uns Rom früher nehmen. Weltkriegsinfanterie. Hier drauf. Hier rüber. Artillerie. Trippel. Beförderung, Doppelbeförderung. Hier kann er nächste Runde nicht rein. Das ist schon mal gut. Können hier noch. Oh, sehr gut. Wir haben ihn getötet. Neapolis wird nächste Runde wieder fallen. Wir werden es wieder einnehmen. Und wir bauen diesmal selbst einen Bomber. Und jetzt haben wir kein Öl mehr. Militärakademie in Cusco. So viel Zeit muss sein. Du kannst bis hier runterfahren. Und da angreifen. Finde ich gut. Bauarbeiter lösen wir auf. Und ziehen uns mit dir. Soweit es irgendwie geht, zurück. Sonst bist du halt auch tot. Komm hier hin. Nächste Runde. Heieiei. Ich dachte, ich habe mir das einfacher vorgestellt. Aber so ist es echt ein Stellungskrieg, der halt auch nicht einfach beendet werden kann.
Erstmal hier unten die Einheit zerstören. Dann haben wir die Möglichkeit, hier reinzugehen, wenn wir das wollen würden. Uns wurde eine große Persönlichkeit geboren. Stadt annektieren. Was mit dir passiert? Schnell weg. Ganz böse angegriffen worden. Tut mir leid, dass du es durchmachen musstest. Und das sind nur noch Nahkampfeinheiten hier. Alright. Du kannst ja nichts machen. Du kannst hier angreifen. Das ist gut. Thomas Twining. We were Smith Wellington. Oder einfach Budapest, das geht am schnellsten. Haben wir ein bisschen mehr Geld. Baumbazar. Wirst nächste Runde eh wieder eingenommen werden. Nicht wahr? Ja, von ihm hier. Aber wir können dann mit dir die Stadt wieder ernehmen. Stadt annektieren. Neapolis bleibt bei uns, damit das klar ist. Aber langsam aber sicher wird ein Schuh draus. Ich würde mit dir gern hier heilen wollen, aber geht nicht. Muss weitergehen. Müssen immer weiter. Und weiter. Und weiter. Wir heilen hier. Gehen hier weiter vor. Singapur kann hier. Den Kill würde ich immer gerne ein. Oh, es ist gar kein Kill. Okay. Na dann. Kann der Flieger jetzt mal angreifen? Oder wird er total sterben? Nö. Minus 4. Einheit getötet. Wow. Wir werden Neapolis wieder verlieren gegen ihn. Aber lang, oder? Doch, werden wir. Und wir haben wieder eine Kavallerie verloren. Nichtsdestotrotz. Ist das nun mal the way to go? Oh nee, warte, wenn er... Kann er nicht. Er kann hier... Doch, dann kann er direkt rein. Aber dann können wir Neapolis in der nächsten Runde wieder selbst zurücknehmen. Und jetzt bekommt er hier immer mehr Verstärkung. Das gefällt mir so gar nicht. Was kann er denn machen? Sichtweite. Triple Landeinheiten. Statt annektieren. Und wenn du schon Trippellandeinheiten hast, dann kannst du auch hier drauf. Und hier drauf. Ach, da kommen wir jetzt wieder nicht hin. Aber können wir mit unserem, Flieger dahin? Der kann ja wieder angreifen. Ja. Okay. Und dann hat hier auch nicht mehr so viel Flieger stehen. Das ist doch auch verheißungsvoll. Geh in die Stadt. Sichere hier ab, geht dorthin. Ihr vier wartet. Du wirst eine Handelsmission ausführen. 4200 Gold. Damit kaufen wir hier noch einen Flieger. Drei Decker. Haben wir schon zwei. Kann er die Stadt einnehmen? In der nächsten. Oh. Da müssen wir hier raus. Auch wenn das seinen Tod bedeutet, aber wir können es auf keinen Fall leisten.
dass du nächste Runde, dass wir die nächste Runde verlieren. Auf keinen Fall. Wir können hier rein. Weiß nicht, die stärkste Einheit, deswegen ist das okay, falls er da nicht gewinnen sollte. Gut, wenn Neapolis fällt, kann der Hussar sie nehmen. Aquädukt, hört sich doch gut an. Und wir beschützen hier wieder alles. Nächste Runde. Neapolis fällt. Wir nehmen uns Neapolis wieder. Stadt annektieren. Gegen ihn kann man nichts machen, aber gegen ihn, wir können eins vor und dann Neapolis wenigstens mal eine Runde länger halten. Wie wär's damit? Sehr schön. Oh, im Ernst? Jetzt kommen wir hier wieder hin. Naja, aber wir haben ja einen neuen Dreidecker. Ich würde ihn gerne upgraden zu Luftraumsäuberung beim Abfangen feindlicher Flugzeuge. Sehr schön. Und haben doch noch einen zweiten Dreidecker. Und hier eine neue. Puiuiui. Wo kommst du denn her? Geh in die Stadt. Da bist du safe erstmal. Ihn werden wir bei Gelegenheit ausschalten. Alright, alright, alright. Und heilen. Dreidecker kommt leider nicht bis zur Kavallerie. Und dorthin schicken möchte ich ihn jetzt auch nicht. Du bleibst hier. Aber wir können trotzdem hier angreifen. Dann Luftraumsäuberung gegen Marine. Luftraum beim Abfangen. Plus 2 Einsatzreichweite. Sehr schön. Dann Stellungswechselmodus. So weit kommst du nicht. Dann ab nach Mekka. Eins, zwei, drei. Haben wir hier schon Einheiten verloren? Sieht fast so aus. Ich würde fast sagen, geh zurück, um in der nächsten Runde Neapolis einnehmen zu können. Fregatte, Freiburg, wir haben kein Gold, kein Öl mehr für noch mehr Flieger. Dann zur Militärakademie bitte einmal. Wir haben Neapolis halten können. Es tut sich was, es tut sich was. So, Rom. Immer noch kein Frieden. Nun gut. Dann nutzen wir die Gelegenheit, um hier mal ein bisschen zu heilen, Wunden zu lecken und hoffen, dass die dann heilen. Stellen uns hier einen Weg. Und können zumindest von hier aus angreifen, ja. Mit dem Flieger auch, mit dem Flieger auch. Und das war's mit der Artillerie, da wäre ich jetzt glücklich. Wir haben noch einen Flieger in Mekka. Der kann bis nach Singapur. In Singapur haben wir ja, denke ich mal, relativ safe gesaved. Oh, das ist so ärgerlich hier. Aber nun denn. Mit 1700 Gold können wir da einfach noch einen Dreidecker kaufen. Wie wär's, wenn wir noch einen in Mekka kaufen? Ah, da wird ein Bomber gebaut. Okay, in der nächsten Runde ist der ready. Kassier, ne? In Singapur. Du kannst nicht angreifen, du kannst auch nicht angreifen. Da haben wir alles. Der Hussar hat nicht so viel Fortbewegungspunkte. Muss sowieso hier erstmal gehen in die Stadt. Dann bist du da quasi sicher. Heilen.
Und du beherrschst ja auch ganz viel Einheiten. Nächste Runde. Uha. Mit ihm den Platz tauschen. Wo ist er hin? Er ist gesundet und geflohen. Schade drum. Wie weit könnt ihr denn fliegen? Ihr könnt schon hier drauf abfangen. Wir nehmen auf jeden Fall zwei hiervon, damit die Gefahr hier einigermaßen gebannt ist. Der dritte im Bunde kann nicht so weit fliegen. Okay, aber wir können immer jetzt weiter vorgehen und in Stellung gehen, in der nächsten Runde angreifen. Du heilst weiterhin. Und dann sind wir noch relativ sicher. Und jetzt ist die Zeit gekommen. Gegen Leinartein oder gegen Städte? Komm, wir nehmen gegen Städte. Plus zwei Einsatzreichweite. Und doppelt gegen Städte. Wobei man ja eigentlich gerne gegen die Marineeinheiten, sage ich schon, eher gegen Landeinheiten schießen. Denn da ist ja unser Nachteil. Werden wir beim nächsten Mal anders machen. Jetzt haben wir kein Öl mehr für weitere Einheiten, aber die drei werden jetzt so hoffentlich hier und da einen Bomber zerstören können. Bomber ist fertig. Frachter. Kauft da auch gerne ein. Und achso, ja, ihr solltet ja dann mal die Frachter beschützen. Wie wär's, wenn wir das machen? Einer bleibt hier, um Singapur gegebenenfalls einnehmen zu können. Fortify. Die Fregatte. Nächste Runde. Oh, wir haben eine Fregatte verloren, wegen der Bomber. Tschüss. Wollen wir gar nicht. Angreifen wollen wir auch nicht. Dann nehmen wir einen Bomber. Nehmen wir einen der drei Decker. Dann wollen wir ihn. Na, so weit können wir gar nicht. So weit können wir da auch nicht. Der Bomber kann schon so weit. Minus 13 nur und getötet. Okay, und die anderen beiden. Du gehst in den Abfangmodus und du gehst in die andere Stadt, nach Neapolis, und wirst dort abfangen. Und mit dir machen wir erstmal nichts, mit dir auch nicht. Okay. Nächste Artillerie steht bereit gegen Städte. Rom, wie sieht es denn aus? Du hast doch nichts mehr. Aber bist nicht gesprächsbereit. Nun gut, mehr Frachter. Wir werden jetzt sicherstellen, dass wir alles nach Wellington zum Beispiel aufrechterhalten können. Dann steht die Fregatte hier gut. Wir brauchen unbedingt Anti-Air, aber bis wir dorthin kommen, dauert das noch. Wellington. 27 Gold pro Runde. Hier sind wir ja safe, oder? Oh, Hanoi. Da müssen wir mal schauen, ob wir da für sorgen müssen. Schütze wurde zerstört. Caesar hat eine vierfach größere Armee als wir. Boah. Na gut, er hat Flugzeugträger. Was will er damit machen? Umgehen kann er damit nicht. Artillerie hier wieder mitten am Start. Und da können wir auch nichts machen. So, jetzt wo Neapel ist in Singapur einigermaßen safe. Boah, Singapur ist nicht safe. So gar nicht.
So weit kann man schießen. Wir können höchstens probieren, mit dem Bomber auf ihn drauf zu gehen. Und müssen jetzt all unsere Flugzeuge dafür nehmen. Und du gehst in den Abfangmodus. Ja. Wir müssen eins vor hier, müssen eins vor da. Und dann in Stellung gehen, um diese Linie auszumerzen. Frag da nicht nach Wellington, sondern du wechselst deinen Standort nach Damaskus. Ja. Und er stellt sicher, dass er da nicht auf Gegner trifft, nicht wahr? Ja. Wellington, Verbündeter niemand, hat Perlenkohle, Eisen. Noch mehr Frachter. Embargo Rom. Abgeordnete einsetzen. Die Wirtschaftssanktionen werden ihn in die Knie zwingen. Hat aber auch viele große Städte. Na gut, aber wir stehen halt vor den Toren Roms. Da kann er nichts gegen machen. Nur, dass wir keine Armee mehr haben, mit der wir das machen. Nächste Runde. Wir verlieren. Doch, wir verlieren schon wieder was. Und dann bläst zur Gegenoffensive. Eieieiei. Eieieiei. Was haben wir denn verloren? Wieder eine Fregatte. Die leben hier echt gefährlich. Ja. Müssen wir jetzt hier damit leben, dass ihr anscheinend nach und nach unsere Fregatten ausschalten, wenn die hier weiter stehen. Noch mehr Dreidecker zum Abfangen wird schwierig. Frachter nach Wellington. Da sind wir safe. Und bekommen dann hoffentlich wieder... Oh Gott, ist da Infanterie. Oh Gott, oh Gott. Caesar, lass uns doch mal über Frieden reden. Er will Neapolis. Da führt kein Weg dran vorbei. Und er wird es auch wieder kriegen. Er hat hier wieder drei Artillerien in Position. Und mit der Infanterie ist so eine starke Einheit, dass wir uns da schlecht gegen wehren können. Ja, wir haben zwar hier noch einen Flieger, aber schau mal, was das hier für ein Malus bringt, wenn wir den einsetzen würden. Und hier zwangen wir nur so ein bisschen was ab. Ich glaube, wir müssen Neapolis echt Neapolis sein lassen. Und das, was wir haben, zurück. Frieden schließen. Und dann, weiß nicht, das ist schon logisch schon so weit vorne, dass das nicht ohne wird. Wir verstärken hier noch, was wir können. Und schauen dann. Gott, die Artillerie kann hier. Zerstört die Artillerie gegebenenfalls unserer ganzen Frachter. Kann das sein? Medina, Bagdad. Du müsstest doch von hier aus nach Budapest kommen. Da macht das doch. Das ist immer safe. Dann kaufst du noch einen Frachter. Oder zwei. Einen davon schicken wir nach Budapest. Den anderen nach Medina. Den Medina auch direkt machen können. Embargo Rom. Sehr schön. Weltideologie. Da nehmen wir die Ordnung, nicht wahr? Denn das ist unsere, nicht wahr? Ja. Ordnung. Dann wird er Malus bekommen auf seine jetzige Ideologie und alle sind total unzufrieden mit ihm. So sieht es nämlich aus. Wir bauen noch mehr Frachter. Wollen wir Neapolis noch weiterhalten? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen uns hier erst zurückziehen. Mitnehmen, was wir haben.
gut ist, Fliegerstellungswechselmodus. Einmal in Singapur zwischenparken. Gehen hier nochmal rüber. Sicherstellen, dass wir das einigermaßen safe sind. Ja, überlassen in Neapolis werden dann nicht mehr zurückkommen. Gehen ja nochmal in die Stadt, bevor wir dann weiter rausgehen. Die Flieger nehmen wir dann auch alle mit. Singapur kann er jetzt nicht von heute auf morgen nehmen. Das sieht gefährlich aus. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir uns gepflegt zurückziehen und hoffentlich keine weiteren Einheiten verlieren. Bis dann, euer Egon Sonn.